Der Ali Pascha organisiert den Wettmontag in Frankfurt und wird uns was dazu erzählen, warum man denn überhaupt Talks auf dem Wettmontag hält. Ich bitte um einen großen Applaus. Und Anwesende sind auch schon noch das ist mein erster Talk bei einem Wettmontag überhaupt. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ja, Wettmontag Frankfurt. Wir haben hier ein Bild von einem Experiment, was wir im April versucht haben, war das dieses Jahr, und ich habe, glaube ich, 2 Jahre lang die Jungs schikaniert, bis ich das endlich hingekriegt habe. Das ist die Alex, der René und der Marvin, und die haben in der Pause ihr einfach Podcast quasi nachgespielt. Und für mich ist das etwas, was normalerweise man nicht mit einem Talk verbindet, aber ich vielmehr mit dem Wettmontag Frankfurt, mit WMV verbinde. Und ich versuche vielleicht, das in meinem Vortrag heute etwas näher zu bringen, damit dieser Aha-Effekt eintritt. Hier haben wir ein Bild von Frankfurt aus Wikipedia. Es ist ein relativ gutes Bild, wenn man jemandem das in Frankfurt zeigt, dann sagt er, ja klar, das sind meine lieben Skylines, und man sieht hier, dass man die Innovation und die Tradition zusammen in einer Stadt zusammen hat. Ein anderer von außerhalb von Frankfurt wird aber sagen, ja, das ist klar die Heuschreckenstadt mit diesen kalten Gebäuden, wo die Bänke sitzen und uns vorstehen. Auf jeden Fall hat dieses Bild von sich aus keine Seele und jeder projiziert was hinein. Für mich ist es einerseits ein großer Gewinn, dass wir Wikipedia haben, und ich habe auch jahrelang das auf verschiedene Art und Weise unterstützt. Aber andererseits, wir sind jetzt nicht mehr in 2003 oder 4 oder 5, wir sind 2012 und 13. Und wir können besser, wir können mehr von uns zeigen. Das ist ein Bild aus den Medien in Offenbach. Und das ist etwas, was sehr häufig in den Köpfen von Menschen in Frankfurt ist, wenn sie von Offenbach reden, wird früher oder später das Thema, in Anführungszeichen, Kriminalität angesprochen. Aber das ist wiederum ein Bild der Stadt, das von den Medien uns vorgegeben wird. Und ich glaube, auch da können wir besser. Das ist ein Bild, das eine Freundin von mir in Offenbach gemacht hat. Und es soll zum Ausdruck bringen, etwas, was, ich glaube, vielen Offenbacher am Herzen liegt. Es geht um etwas, wovon ich aber vorher nie wusste und ich nirgendwo auch die Geschichte gelernt habe. Und ich hoffe, dass jemand das Story von Universum mal erzählt, vielleicht auch auf der Wettmontag, damit auch den Leuten klar wird, was ist es an dieser Stadt, das die Leute schätzen und lieben. Wenn wir Wettmontag machen, normalerweise wird, wenn uns Leute fragen, warum machen wir Wettmontag, dann erzählen wir die Gründe, warum wir es machen. Ich meine, am Anfang war die Idee, wie machen wir Webseiten, welche Technologien brauchen wir dazu? HTML-Seiten, CSS, Stylesheets, JavaScript, Dateien, wie kann man dynamische Webseiten machen mit PHP und Ruby on Rails, wie kann man die Suchen optimieren? Das waren alles Themen, die vorrangig vor 10 Jahren Wettmontag halt geprägt haben. Später kam es mehr zu den sozialen Interaktionen mit Facebook, Twitter und Co. Und da haben sich die Themen so ein bisschen von den technischen Themen zu mehr sozialen Themen halt verschoben. Dennoch sind die meisten Talks technisch. Und so sehr das absolut wichtig ist, und das wird sich nicht ändern, dass wir irgendwo über diese ganzen Netzwerke und die Technik, die dahinter steht, sprechen. Die Frage, die sich mir immer mehr stellt, ist, ob wir nicht dabei was verpassen, warum wir überhaupt das Internet lieben und warum wir mitgestalten, ist,
um in der Sprache von Technik zu bleiben, ist die Technik wirklich Teil des Orte Bit oder geht es um mehr? Geht es um mehr in unserem Leben und können wir das auch wiedergeben? Und das ist ein Bild, was ich, als ich nach einem symbolischen Bild in Google für Rhein-Main gesucht habe, am häufigsten gesehen habe. Rhein-Main, Airbase, Bilder, zum Teil mit Militärsoldaten, zum Teil ohne. Aber es gab kein prägendes Bild von dieses Wir-Gefühl, das wir in Rhein-Main haben. Das inklusive Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, Mainz und was alles noch dazu gehört. Und das ist etwas, was ich da nicht Google Schuld geben kann, weil das sind die Seiten, die Google scannt und das sind die am häufigsten zu findenden Seiten. Aber das ist ein Bild, was wir von unserer Region im Netz haben. Und die Frage ist, muss das so sein? Wollen wir uns damit abfinden? Das ist Mark Schmidt. Also noch Zeit hatte, war sehr häufig auf Devon Water. Und er ist eigentlich selbst kein Techniker, er hat eine Ausbildung im Bereich Steuern. Aber er ist wahnsinnig verliebt in Frankfurt und er war sehr interessiert an allen Themen, die wir auf dem Web Montag besprochen haben. Und er hat etwas gemacht, was für mich den Web Montag mitbestimmt hat für die Jahre danach. Der hat in einem letzten Vortrag in 2011 sein Projekt Timelapse Frankfurt vorgestellt und er hat ein 2-Minuten-Video gezeigt, wofür er stundenlang sich draußen gestellt hat mit seiner Kamera und hat unsere Stadt fotografiert. Und er hat diese 9000 Bilder mit einem musikalischen Unterton in einem Timelapse wiedergegeben. Und man konnte die Emotionen in Brotfabrik spüren. Es gab eine Standing Ovation. Für mich ist es ein viel schöneres Bild von Frankfurt. Für mich ist es ein viel emotionaleres Bild von Frankfurt. Für mich ist es ein viel authentischeres Bild von Frankfurt. Und ich würde 99 Mal lieber dieses Bild von Frankfurt weitergeben, wenn mich jemand nach Frankfurt fragt, als zu sagen, schau mal in Wikipedia nach. Und das ist für mich, was der Montag zum Teil ausmacht, dass die Leute ihre eigene Stadt vorstellen. Das ist Stefan Gudesdorf, den kenne ich seit 2005, als wir beide in Frankfurt gearbeitet haben und uns zum ersten Mal in Kopenhagen auf Rebo-Konferenz getroffen haben. Und das, für uns war Rebo 2005 ein Geburtstagserlebnis. Da waren alle Leute da, die Web 2.0 bestimmt haben und es gab noch nicht einmal den Begriff Web 2.0. Und wir haben so viel Motivation mitgenommen und haben erstens versprochen, dass wir uns öfter sehen und zweitens, dass wir im Bereich Web 2.0 uns selber engagieren. Und das hat mein Leben komplett verändert, weil ich zu sehr Enterprise-Entwickler und damals zum Java-Entwickler war und ich wollte aber da ein bisschen weg und habe nach Alternativen gesucht. Wir haben uns dann ein Jahr lang nicht gesehen, obwohl wir in der gleichen Stadt gearbeitet haben und haben uns 2006 nochmal in Kopenhagen getroffen. Dann war Web 2.0 auch offiziell. Und Stefan hat eine Erfahrung gemacht in unserer Stadt. Er war als Hobbyfotograf unterwegs, um zu schauen, was bei diesem Blockupy passiert. Er selbst war kein aktives Mitglied von irgendeiner Gruppe, die dort dabei war. Für ihn war es auch interessant zu sehen, wie viele unterschiedliche Gruppen bei Blockupy sich bewegt haben. Frankfurt ist seine Stadt und er wollte wissen, was passiert hier. Und der ist, ohne zu wissen, auf einmal 9 Stunden mitten in diesen Kessel reingekommen. Er verstand seine Stadt nicht mehr. Stefan gibt mir dieses Bild von Frankfurt, das genauso dazugehört wie das Bild von Marc. Für mich ist dieses Bild viel brutaler als das Bild, was ich vorhin von Offenbach gezeigt habe, was die Medien zeigen. Für mich ist aber dieses Bild auch viel authentischer und viel glaubwürdiger. Eben weil ich den Stefan Wollanen kenne und ich eben weiß, was er macht und wie er tickt, weil wir ein Netzwerk sind und jede von uns einen Beitrag gibt, das hat eine komplett andere Bedeutung. Und das ist irgendwo für mich Web. Das ist diese Kombination aus den Menschen und Information. Und es ist nicht nur die Information, die zusammenfindend ist oder nur in Google zu finden ist oder bei Wikipedia hochgeladen worden ist. Das ist ein viel wertvolleres
Internet für mich oder ein viel wertvolleres Stadtleben für mich, als es nur ein reines technisches Bild für die Stadt. Wir hatten in diesem Jahr, und ich habe, für mich ist es eigentlich ganz besonders, weil ich habe am Ende des letzten Jahres das ganze Jahr verplant mit Vorgaben, wann zu welchem Termin welche Themen gemacht werden sollen. Das ist der einzige Abend, der anders gekommen ist, als ich es vorgegeben habe. Und für mich hat es eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Weil dieser Abend hätte nicht stattgefunden, wenn wir nicht ein Team hätten, die mitgestaltet haben, die mich auch deutlich angesprochen haben, dass wir was tun müssen, dass wir eine Verantwortung haben. Wir haben uns das Thema leider nicht ausgesucht, das ist auf uns zugekommen, aber wir konnten uns da nicht verstecken. Was mir aber wichtig ist an diesem Bild ist, wir haben natürlich das Problem nicht gelöst, aber das ist auch nicht entscheidend. Entscheidend war, dass wir einen Richter hatten von unserer Stadt, der darüber erzählt hat, dass wir junge Leute hatten aus der Region und den außerhalb von der Region, die sich politisch engagieren und sich mit diesen Themen beschäftigen. Und wir hatten den Stefan, der als Bürger sich verpflichtet sah, zu diesem Thema was zu sagen. Und wir hatten den Jochen, der auch wenn er, weil ich dafür Ärger kriege, aber seine gelben Schuhe so verräterisch, so ein bisschen seinen Hauch für libertäre Werte gezeigt hat, weil er sich wochenlang dazu abends, nachts am Rechner gesetzt hat, um rauszufinden, wie kann er Selbstverantwortung übernehmen, wie kann er selbst sich von Prison befreien, und hat einen großartigen Vortrag gemacht, bei dem, auch wenn die meisten Leute gesagt haben, das werde ich nie schaffen, es war denen bewusst, wie viel Aufwand das ist und mit welchem Problem wir eigentlich zu tun haben, wie groß dieses Problem ist. Und wir haben wirklich Leute aus unterschiedlichen Parteien und mit unterschiedlichen Motivationen an einem Abend zusammen. Und das war für mich an dem Abend ganz klar, dass wir hier etwas wie diesen Speaker's Corner haben. Speaker's Corner ist nichts anderes als diese typischen öffentlichen Redeecken. Die haben eine große Tradition. Die sind relativ... die klingen so ein bisschen veraltet und die sind nicht mehr so cool oder in. Es gibt Montag-Demos in Frankfurt, jede Woche, aber da gehen nicht sehr viele hin. Und es haben auch sehr viele Standard-Gewerkschaftsorganisatoren, die zum Teil ihre politischen Statements abgeben. Aber es ist was Besonderes daran, wenn die Leute in ihrer eigenen Stadt die Themen, die ihnen wichtig sind, zur Sprache bringen und Leute innerhalb der Stadt sich dafür interessieren. Auch wenn es nur 5 Leute sind oder 2 Leute sind oder 30 Leute, das spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, dass mittlerweile in Frankfurt 150 Leute kommen und in Offenbach nur 30 kommen. Ich habe auch in Frankfurt Webmontage gehabt, wo wir froh waren, dass überhaupt 30 Leute waren. Das ist nicht das Thema. Das Wichtige ist, dass wir in der Zeit der Informationsgesellschaft wieder mal eine Plattform aufbauen, wo die Themen von Menschen aus unserer eigenen Region, aus unserer eigenen Stadt angesprochen werden. Wo wir merken, dass sie sich damit authentisch befasst haben. Dass es einen persönlichen Touch hat. Dass es was zu tun hat mit unserer Region und nicht irgendwas, was mit Berlin zu tun hat oder mit UNO oder mit NSA auf einer ganz anderen Ebene, sondern auf einer Ebene, wo es uns betrifft. Und das ist für mich etwas, wo ich hoffe, dass der Webmontag an diese Tradition knüpft und sich nicht zu sehr in technischen Details von sozialen Netzwerken verliebt oder verliert. Und deshalb bin ich hier, um ein Pitch zu machen für Offenbach. Sich mehr zu engagieren bei WeMove, nicht nur als Speaker, aber gerne auch als Speaker und als Organisator. Es gibt Leute, die gerne Vorträge halten, es gibt andere Leute, die gerne mithelfen. Was wichtig ist, und keiner von euch wird davon reich werden, es wird auch nicht wirklich für den Aufwand, den ihr reinsteckt, etwas geben, wo ihr sagt, okay, das würde sich für mich lohnen. Außer, dass ihr die Gelegenheit habt, eine Plattform zu haben, über die ihr eure eigene Stadt, wenn ihr die gestaltet, darüber berichtet, dass ihr ein Bild von Offenbach seid, das authentisch ist, das von euch ausgeht, das nicht
etwas ist, was jemand in Wikipedia hochgeladen hat, das nicht etwas ist, das die Medien über Offenbach erzählen. Und jeder, der dazu Interesse hat, der zu euch kommt, der wird sehen, dass das authentisch ist, dass welchen Hintergrund das hat. Das hat einen ganz anderen Wert. Das wird auch einen ganz anderen Stellenwert haben für die nächste Generation, die damit aufwächst, die gerne wissen will, in welcher Stadt sie leben. Und das ist mein Wunsch, dass man zu Offenbach, Wettmontag in Offenbach, zu Remov kommen kann und es werden Bilder von Offenbach vorgestellt. Es werden Geschichten von Offenbach erzählt. Es wird mir, als einer, der aus Frankfurt kommt, klar, woher diese Liebe für Universum ist. Warum so viele Künstler in Offenbach sich vorfühlen. Wofür sich die Leute engagieren. Und warum es hier viel lockerer ist als in Frankfurt. Nicht in Frankfurt, das ist ja noch nie Stadt. Aber es gibt sehr viele Werte in Offenbach, die ich wünschte, die würden wir kennen. Und ich, aus meiner eigenen Erfahrung mit Wettmontag, kenne ich keine bessere Plattform, in einer Region die eigene Stadt zu zeigen. Das war's, René. Dankeschön. Du hast echt tolle Bilder rausgebracht. Ja. Also es ist wirklich, teilweise waren Wettmontag-Veranstaltungen in Frankfurt zum Heulen gut. Das ist erschreckend für so einen Abend, wo man mal hingeht und denkt so, naja, ein bisschen politische Themen und so, Neuland ist scheiße. Und dann erlebt man so Sachen, das ist echt krass. Ja, vielen Dank. Genau, dann nochmal einen herzlichen Applaus für euch.